Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und alle, die hier protestieren. Ich bin spontan hierher gekommen, nachdem ich erfahren hatte von diesem hetzerischen Tagesspiegelartikel gestern, der verleumdet, alle, die gegen diesen Bombenterror protestieren, werden gleichgesetzt mit denjenigen, die hier antisemitische Anschläge verüben. Das geht nicht. Antizionismus ist kein Antisemitismus, das muss klar gesagt werden. Während wir hier stehen, fallen in Gaza wieder Bomben, werden unschuldige Kinder getötet. Genauso wie auch am 7. Oktober unschuldige Kinder getötet worden sind. Warum soll das am 7. Oktober ein Terroranschlag gewesen sein und die Bomben in Gaza nicht? Das ist genauso ein Terror. Aber, die ganze Geschichte hat nicht am 7. Oktober begonnen. Der Krieg, der jetzt geführt ist, der wird seit 75 Jahren geführt. Er ging los 1947, 48 mit der Teilung Palästinas, wo die Großmächte, also die westlichen Imperialisten und die Kreml-Bürokratie in der UNO die Teilung Palästinas beschlossen haben, ohne dass das Volk und die Völker dort befragt wurden. Das ist der Hintergrund. Seit Jahrzehnten haben wir Landraub, Unterdrückung, Diskriminierung, Mord. Und da hier möchte ich mal dran erinnern, wenn hier von Massakern die Rede ist, weil es wird immer gesagt, das sei das größte einzelne Attentat gewesen am 7. Oktober. Das stimmt nicht. Das größte Attentat, wo die meisten zivilen Opfer ums Leben gekommen sind, das war vor 40 Jahren Sabran Shatila. Ihr erinnert euch, als der Libanon überfallen worden ist. Das war wesentlich schlimmer. Aber wie gesagt, das Leben eines jüdischen Kindes ist genauso viel wert wie eines palästinensischen und umgekehrt. Also ein freies Palästina wird nicht gebracht werden durch diese rassistische israelische Regierung, aber auch nicht durch die Hamas, das möchte ich hier auch mal ganz klar sagen, sondern wirklich nur durch den gemeinsamen Kampf der jüdischen und arabischen Arbeitenden in Palästina. Und hiermit komme ich zum anderen Punkt, der mich wirklich empört, weil wie das ähnlich wie beim Ukraine-Krieg, wo jeder, der nicht mitmacht, hier bei der Kriegspropaganda ist ein Putin-Knecht. Und genauso ist es jetzt auch wieder, jeder, der nicht brüllt, Solidarität mit Israel, ist ein Antisemit. Und das müssen wir scharf zurückweisen. Und genauso müssen wir kämpfen. Entschuldigung. Free, free Palestine! 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 Und genauso dürfen wir es uns nicht gefallen lassen, die ganze Repression, die jetzt wieder hier ausgelöst wird, Räume werden verboten, Demonstrationen auseinandergeklüppelt, das ist ein Unding, da müssen wir wirklich zusammen gegen kämpfen. Und das sage ich gerade jetzt hier auch als Gewerkschafter und vor allen Dingen wird das jetzt auch wieder, das dürfen wir auch nicht vergessen, zu Angriffen auf das Asylrecht genutzt. Das ist ganz übel, was hier gerade passiert von der Bundesregierung, so nach dem Motto, das Boot ist voll, das haben wir schon oft erlebt, aber das nimmt jetzt wirklich dramatische Ausmaße an, also diese Hetze. Und in dem Sinn rufe ich wirklich alle auf, morgen mitzudemonstrieren und insbesondere meine gewerkschaftlichen Kollegen mit den Gewerkschaftsfahnen zu kommen, weil wir sind die Kraft, die wirklich was verändern kann. Hier genauso wie in Palästina, in Ukraine oder in Russland. Danke.